Wenn der Dennis sich in Sicherheit wiegt, passieren die schlimmsten Sachen. Wir sind gerade gestorben. Während Dennis Milch getrunken hat, kam da die Treppe runtergestürzt. Etwas. Hier, ja. Wo sind die Seelen? Ja, die wahrscheinlich mitgenommen. Ja, da sind sie. Ja, da sind sie. Zum Glück. Ja, hier kommt der Typ runter. Da oben ist er runtergekommen. Ich weiß nicht, leider war es jetzt während der Werbung. Ich weiß nicht, ob es aufgenommen hat. Aber wie Dennis zum Joypad gejumpt ist, das sah schon ganz gut aus. Ja gut, da ist er jetzt. Kriegt aber auch auf den Sack dafür. Oh, noch einer. Die sind ganz schön schnell, die rutschen so. Oh, Kopf nur sie. Mal wieder unter die Hose gucken. Oh, da kommen noch mehr, ey. Okay. Da kommt die ganze Gang, ey. Also Club, ey. Oh, oh. Alter, was haben die für Kombos? Sind die Willst du dich mal heilen vielleicht? Warum? Warum heilst du nicht? Gedacht, vielleicht steht da was drauf, man hat nie drauf geachtet. Auf dem Touchpad, oder? Ja. Ist ja cool, wenn so ein Ventilator drin wäre oder so. Mhm. Ja, ein Strohhalm. Ein Strohhalm? Mhm. Was willst du mit dem Strohhalm? Ja, und dann Getränke. Aber da müssen ja Getränke da drin sein. Ja, das ist dein Problem. Boah, Alter, Lachs, wie lange geht der denn ab? Die sehen nichts, ne? Die hauen nur dumm um sich. Ja, die haben alle ihre Augen. Oh, oh, Alter. Oh, ja, ja, hardcore. Sind auch sehr laut. Halleluja, wenn die erstmal kommen, dann kommen die aber auch, ey. Mhm. Der eklige Giftbrunnen. Zwei Treppen hast du hier, müssen wir uns merken. Ne? Du nimmst jetzt die rechte. Die scheint ein bisschen höher zu führen. Die andere führt wahrscheinlich erst auf Zwischendeck da. Gehen wir erstmal hier lang. Okay. Das Ganze hat ein bisschen Ähnlichkeit zum Tower of Latria aus. Oh ja, du hast recht. Weil es auch so enge Gänge sind. Oh. So verrückte Leute, die kreischen. Ja. Tief Alter! Oh shit, ja, jetzt bist du hier. Oh, 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 oh. Wir trinken. Oh. Alter, was geht denn hier ab? Jetzt geht ein Flammenwerfer, ne? Gib ihm. Alter, die kommen halt auch echt schnell die Treppen da runter geschossen. Ich würde auch nicht die große, sondern nach die kleine hoffen. Ja, wir brauchen nur zwei Treffer, aber du hast vollkommen recht. Ich muss jetzt den hier nochmal killen, Alter. Ich brauche nämlich drei Treffer mittlerweile auch schon. Alter, das ist echt nicht ohne hier. Denk mal gar nicht. Jetzt sind die alle wieder weg. So ein. Wie so Wespen kommen die. Wespen. Ja, halt so Rudel. Ein Rudel Wespen. Ey, sag mal. Alter. Das ist ja was vom Alien-Cover auch, ne? Alien 1. Mhm. Das grüne Zeug. So. Ah.
ärgere ich mich schon über Eddies Tode. Executioner's Gloves. Haben wir die schon? Sieht ganz geil aus. So Totenköpfe da. It's my style. So, also, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Bam, Pebble. Fucker. Was sind denn unsere Seelen? 4000 pro Typ. Oh, das ist mucho, ha? Irgendeiner leuchtende Augen? Ach nee, geht ja nicht. Aber da drin sind sie, ich hab's schon gesehen. Ah, das ist smart motherfucker, ey. Wow! Schmeißen mit Sachen. Wo sind unsere Seelen? Ich dachte, ich hätte sie gesehen, aber ich hab sie doch nicht gesehen. Sind die hier unten? Weiß man nicht. Das waren 80.000 oder so. Echt? Da waren sie. Fuck, hatte die. Shit! Kein Summoner mehr. Eine Waffe. Schon ganz geil. Oh, Scheiße. Wow. Oh, fuck. Bist du mal? Es sind auch ganz schön viele. Ich habe 150.000 Seelen haben wir, Alter. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwo da spawnen oder so. Ja. Wie Wespen, die haben auch mal so eine Höhle, aus der sie dann kommen. Wie so ein Wespenrudel. Mhm. Was macht sie eigentlich, deine Vespa? Fährst du im Winter? Nee, die steht draußen, aber mein Nachbar draußen. Mein Nachbar hat mir aber jetzt angeboten. Wo hast du die denn? In der Garage, Alter. Du hast eine Garage? Ja, Mann. Ja, Mann, du hast ja auch ein Haus. Aber ey, ich hab, mein Nachbar hat mir angeboten, meine Vespa in seine Garage zu packen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Mhm. Weil ich glaube, sonst ist die am Arsch nach dem Winter. Ich muss mal wieder warten lassen. Wo machst du denn das immer? Hast du hier einen Laden? Ich hatte einen, aber der ist weg. Okay. Jetzt müssen wir uns was Neues suchen, weil der Colin, der braucht ja auch. Mhm. Und eigentlich habe ich es immer so gemacht, dass ich nach dem Winter bin ich quasi immer einmal dahin und habe die einmal checken lassen und Öl wechseln und so. Aber jetzt habe ich keine Anlaufstelle mehr. Ich muss das auch machen. Ich habe mir auch schon einen Laden rausgesucht. Ja? Ja, mein Nachbar ist auch voll der Vespa-Typ. Aber der ist voll am Vespa reparieren, aber er hat mir noch nicht angeboten, meine zu reparieren. Hat mir nur gesagt, wo ich sie hinbringen kann. Ja. Voll der Assi. Ah ja, cool. Dann könnt, dass du das kannst. Ja, ne? Ja, ja, du kannst ja mal da in so einen Laden gehen. Ja, so ungefähr lief das Gespräch. Haben wir unsere Seelen wieder? Ja. Nice. Voll ans Knie. Oh, komm her jetzt, Typ. Shit. Kill ihn mit Pebbles. Ja, aber Pebble und Pebbles, kein Pebble, weißt du, ne? Der denn her, Alter? Von links. Ich geh erstmal hier lang. Jetzt haben wir alle.
Oh. Boah, die Typen sind richtig anstrengend. Du hast vollkommen recht, das erinnert mich auch so ein bisschen an Dingenskirchen. Tower of Latria. Tower of Latria, ja. Aber mit einer der geilsten Level in Demon's Souls, finde ich. Ja. Da kommen das erste Mal diese Tentakelviecher. Mit ihrer Triangel. Ja. Genau. Nee, wie heißt das? Doch, es heißt Triangle, ne? Bing, 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 ja. Da war übrigens noch ein Schild, ne, an der Was? Tür. Was? Wir sind fertig? Wo denn? Da Wo war denn dann eine Tür? Da. Patient Room Floor 2. Oh, hier ist eine Tür. Mhm. Und was in diesem Raum sich befindet. Das erfahren wir nie. Oder? Doch. Ja? Nee, nächstes Mal. Okay. Ich gehe schnell raus. Wie kommt man denn raus? Keine Ahnung. So, egal. Ich mache hier so, zack. Exit Game. Yes. Edmund Denzel, das war's für heute mit Knall durchgenommen. Wir sind ja endlich mal ein bisschen weitergekommen. Dank überragendem Skill. Ja, plus... Wir haben super viele Vials jetzt. Wie viel haben wir gekauft? 200 Stück oder so? Eine Million. Ja, können wir bestimmt zwei Sendungen mitmachen. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Edmund Denzel.